Grüß Gott miteinander. Willkommen zum Heugarten in der Stube. Ich bin der Max Adolf von Sonthof und heute begrüße ich im Museumstadl in Durach einen ganz besonderen Gast. Das ist nämlich der Vorsitzende vom Heimatverein in Durach, da wo wir alle drehen dürfen. Und da dafür jetzt gleich noch unseren herzlichen Dank. Die Idee vom Heugarten in der Stube, die hat der erste Vorsitzende, der Simon Gehring, gehabt, der erste Vorsitzende vom Mundart Allgäu. Und der hat gesagt, in der heutigen Zeit, da müssen wir viel mehr miteinander schwätzen, als einen gehörigen Heugarten haben, und das machen wir. Unterstützt wird das durch die BSG Allgäu, das ist die Bau- und Siedlungsgenossenschaft in Kempten. Da dafür ein Dank, weil das ist eine ganz tolle Sache, dass ihr uns da unterstützt. Und jetzt gehen wir rein. Jetzt hat der Herbert Zeger im Museumstadl ein Heimspiel. Kommt mit. Der Förderverein Mundart Allgäu e.V. und die BSG Allgäu laden ein zum Heugarten in der Stube mit Max Adolf. Ja, jetzt begrüße ich den Herbert Zeger, aber eigentlich müsst ja du mich da begrüßen. Ja, du bist ja der Hauser sozusagen. Grüß dich Gott, ja. Kann man sagen, ja. Können wir nochmal Dankeschön sagen? Mhm. Wir fühlen uns natürlich alle wohl im Museumstadl. Ist eine wunderbare Sache, dass wir da das machen können. Gerne, ja. Mhm. Du bist, ich habe die, wie wir Allgäuer das machen, ich habe die gegoogelt, aber das habe ich gar nicht braucht, ich habe das meiste schon gewusst. Ja, ja. Du bist Altbürgermeister, du warst lang Bürgermeister von Durach. 30 Jahre. Mhm. 30 Jahre, mein lieber Schwan. Dann hat man die zum Ehrenbürger gemacht, verdienterweise, genau, ganz klar. Aber du bist natürlich noch voll im Geschäft. Du bist auch Geschäftsführer vom Seniorenzentrum, gell? Genau, Seniorenzentrum Durach, Geschäftsführer in der GmbH. Und da gibt es eine Stiftung, da bin ich dann noch der Stiftungsratsvorsitzender. Das ist die wichtigere Arbeit, weil in der GmbH habe ich natürlich meine Einrichtungschefin. Mhm. Und du bist der Vorsitzende vom Verein für Heimat, Museum und Geschichte. So heißt der in Durach. Genau. Und die Ränder auch Backheisel gebaut, gell? Ja, der Verein ist ja groß und breit aufgestellt. Da gehört der Stadel dazu, wo wir heute sind miteinander. Da gehört das Backheisel dazu. Das haben wir gespendet bekommen, auch von einer Stiftung, von der Ulrich-Gschwender-Stiftung. Mhm. Und dann gehört natürlich das ganze Dorfmuseum von Durach dazu. Das haben wir gespendet bekommen als Gemeinde vom Großonkel, vom Simon Gehring. Mhm. Und es gehört die Chronik dazu und wir haben ja ein bisschen Zusammenarbeit auch mit euch, mit der Mundart. Ja. Weil das gefällt uns auch immer gut, wenn ihr da sind bei uns. Und selber machen wir dann auch noch ein paar Veranstaltungen. Oder jetzt haben wir ja das Fest gehabt, 850 Jahre Durach. Mhm, genau. Da haben wir auch einen Beitrag dazu geleistet in der Festschrift und so weiter. Das machen wir vom Heimatverein. Ich finde das auch eine tolle Sache, weil ja, sonst vergisst man viel. Gell? Und ja, das ist gut. Und das ist nicht bloß der Museumstadel, das ist Dienerdau, da gibt es auch ein Puppenmuseum. Ja, wir haben große Sammlung vom Ehepaar Link. Das ist also Landwirtschaft und Hauswirtschaft, Küche. Diese Dinge aus alten Zeiten. Ja, ganz eine tolle Sache. Also und dann haben wir eine eigene Bürgerin gehabt, die hat ein Leben lang ihr Puppenkuchen gesammelt und Puppenläder und auch Puppen und Steiftiere. Ne? Da haben wir einen ganzen Haufen, ich glaube 1500 Teile. Und da ist etwas ausgestellt bei uns drüben. Und da machen wir aber demnächst auch eine eigene Ausstellung noch mit Katzen, Hunde und Tettis. Mhm. Auf Weihnachten dazu machen wir das extra, und damit wir wieder ein besonderes Angebot haben. Ja. Also mich hat das wahnsinnig inspiriert. Der Museumstadl, ich habe da hinten auch schon einen Auftritt gehabt bei Sitzung von Mundart. Genau. Haben auch andere Autoren von Mundart da hinten gelesen. Ja, ja. Wir haben dann Kerigo Heugarten gehabt. Ja, genau. Und das hat mich einfach inspiriert, und darum habe ich ein Gedicht geschrieben. Ah ja, da bin ich gespannt. Ja, ja, das ist noch im coolen Bierchen drin. Das heißt Heimatmuseum. Mhm. Es ist alles so vertraut, da kenne ich mich aus. Kein Wunder, es ist ja ein uraltes Bauernhaus. Es ist noch gar nicht lang her, da bin ich als Junger Seel im Garten, in der Stube oder am Solar gesprungen. Ich bin in den Heustock gejuckt, hat dann eine Geisel schnell lang und auf dem Boladile, da haben wir Fenkerlers dann. Mit viel Werkzeug habe ich geschafft, das, was es heute noch mal braucht. Und verstohlen am Schopf habe ich die erste Zigarette geraucht. Die Kühe im Stall, die habe ich alle mit dem Namen kennt. Mit der Kälbler bin ich gesprungen, mitten am Wetter gerannt. Iser Klo, das war ein Loh.
in Ambreet mit Baden und Kie haben brunzt in der Schiefelgrabening. Der Mist, der ist auf der Misthaufe gekommen und oft der Arbeit für mich, das war das Hunze vorum. Es dauert alle ein bisschen, bis ich das alles wieder begreife und da merke ich, ich bin ja sehr auch schon museumsreif. Das Leben geht so voran und man ist ruckzuck, bevor man sich umdreht. Sehr ein Ausstellungsstück. Ja, da ist was Wahres dran. Ja, also ist jetzt keine Anspielung auf unser Alter. Nein, aber es geht mir ja ähnlich so, ja. Gell? Weil da sind jetzt einige Begriffe auch den, wo du da gesagt hast. Ich war einmal hier, der Bub, in Bodelsberg, weil wir waren 7 Kinder daheim. Aha. Da hat es geheißen, wenn einer bei einem Bauer ist, ist auch nicht schlecht. Und da war ich in Bodelsberg und Bollertiere, die ganze Sache, Schallgraber, wie alles, was du gesagt hast, kommt mir sehr bekannt vor. Hunze, Naustur, Reitur, Flicke im Winter, dahinter haben wir ein Bild mit lauter Hunze. Also, schönes Gedicht. Bei mir hat das der Nachbar, der hat der Stadel ausgerummert, der hat den letztes Jahr neu gebaut. Und da sind jetzt auch die ganz alten Hunze rausgekommen. Und ja, für mich war das eine normale Sache, dass ich die noch zusammengesteckt habe und habe sie verrummert. Und auf dem Feld, der Vater mit dem Karre ist ja gefahren, aber die Hunzen aus. Und mit dem genau, und nachher ist die totale Neuerung gekommen, habe ein Schwederreiter gemacht mit einer Drahtlitzer. Die Sachen haben wir auch alle im Museum bei uns da, gell? Genau. Da kann man das alles anschauen. Weil du gesagt hast, Bollertiere, die Boller kommen ja vom Hanf. Da haben wir die Bollerdeck gehabt, die haben wir früher auf dem Dachboden haben die gedörrt, damit man sie dann halt verwenden können. Auch hat man Öl auch draus gemacht, Leinsamenöl. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass wir da oben auch demnächst, oder haben wir schon seit ein paar Wochen, eine eigene Ausstellung jetzt zu dem blauen Land Allgäu haben wir noch dazu vom gemacht. Flachs. Vom Flachs. Genau, ja. Leinen, Flachsanbau, Leinen, Webereien und vieles andere mehr. Das war ja früher in jedem Bauernhof im Allgäu war das ja präsent, bevor dann die große Milchwirtschaft gekommen ist. Gell? Genau. Das war die Rettung für viele Bauern. Dass sie dahin weitermachen können mit der Milchwirtschaft. Und ich habe mir jetzt vor kurzem bin ich nach Augsburg gefahren und habe mir im Textilmuseum das nochmal angeschaut. Da ist ja dann auch die Geschichte, wie dann Baumwolle gekommen ist. Und das ist jetzt auch schon wieder rum. Gell? Ja, so, die so Baumwolle schnell. Kam ja dann und von Augsburg her kam auch sehr viel dann die Kunstphase, Trevira 2000. Genau. Das war in den 70er Jahren ganz ein großer Renner für die Frauen. Also das hat sich dann alles entwickelt, die Mischungen auch, wie wir sie heute auch haben, am Gewandel. Gell? Und ich weiß noch gut, bei der Oma, die hat einen Schrank gehabt, da hat sie ihr Leintücher dann auch gehabt. Hat sie nie gebraucht. Ja. Ich weiß gar nicht, wo der hingekommen ist, wie sie damals gestorben ist. Kann ich mich gar nicht mehr entsinnen. Aber das weiß ich noch gut, als Bub. Da war das immer schön. Das war ja immer ein Teil der Aussteuer, gutes Leinen. Man hat ja bei dem Leinen, bei deiner Leinenweberei, hat man ja das müssen dann abliefern in Kempten. Da gab es eine Börse so quasi. Ja. Da haben die Fachleute gesagt, es ist was Gutes, es ist was weniger Gutes. Das weniger Gute haben sie können wieder mit heimnehmen. Das Gute haben sie bezahlt gekriegt. Mit dem weniger Gut, da hat man meistens auch das Häs für den Bauer gemacht oder Hämer gemacht oder eine Flatterhose. Ja. Das hat man mit dem weniger Gut alleine aber sehr verbaut. So vergaut die Zeit. So vergaut die Zeit, ja. Und jetzt haben wir den Tourismus. Der hat uns auch wieder Milchwirtschaft und der Tourismus. Genau. Gell, und alle haben Jeanshosen. Das ist auch eine besondere Form von gewebtem Stoff aus. Natürlich aus Amerika. Gell? Ja, klar. So ist es also, an das habe ich mich sofort gewöhnt. Mit der Jeans, die ich auch. Gell. Das ist eine wunderbare Sache. Ja, jetzt haben wir einen Kehrigo Heugarten, aber zu einem Kehrigo Heugarten, da gehört auch eine gute Musik dazu. Ja. Und ein bewährtes Trio haben wir dabei. Die hast du auch schon kennengelernt. Haben wir auch mit Allgäu TV dahin gedreht. Burgleckler Fehler. Ja, genau, das sind. Kehrige Fehler, muss man sagen. Ja. Und die werden jetzt für uns ein schönes Stückchen spielen. Super, Kehrig, freuen wir uns. Jawohl. Ja. Thank you.
Gerber, jetzt haben wir viel vom Museum geschwätzt, von der Bräuche, von der Heimat. Zeug, genau. Aber du warst 30 Jahre Bürgermeister, hast du gesagt. Und Bürgermeister kann ich mir nicht so ganz einfach vorstellen. Also ich habe da einen großen Respekt vor dem Bürgermeisteramt, weil er halt alles unter einen Hut bringen muss. Ja, also es gibt ja den Spruch, man kann sich dem recht machen, ne? Ja. Aber gerecht muss man es machen. Gell? Das ist wichtig. Und ich habe natürlich einen Vorteil gehabt, ich bin ein gebürtiger Duracher. Gut. Und in Durach mitten im Dorf aufgewachsen. Und da weiß man schon ein bisschen, was das Dorf denkt oder wie die Leute gestrickt sind, wie man heute so schön sagt. Und wenn man diese Vernetzungen auch, die da sind, unter den Leuten, wenn man das berücksichtigt und weiß, wie man tun muss, dass man sie gewinnen kann für eine schwierige Aufgabe auch oder für eine Herausforderung, die man miteinander lösen muss, dann war das schon ein Vorteil, dieses Einheimischsein. Mhm. Ja. Aber man muss als Bürgermeister schon ein paar so Grundlinien beachten. Wie geht man miteinander um? Man muss rechtzeitig Bescheid sagen, was man will. Man muss es sehr transparent da immer machen. Man muss also bei der Bürgerversammlung in diesem Jahr schon von dem reden, was vielleicht in 3 Jahren ist gut. Gell? Weil ich habe dann immer versucht, wie man so schön sagt, den Betroffenen zu einem Beteiligten zu machen. Also. Und ich habe immer versucht, bei all dem, was ich mache, ob man eine Schule baut oder einen Kanal baut oder Wasserleitung erweitert oder dieses oder jenes, ich habe immer versucht, den Sinn zu vermitteln. Warum machen wir das eigentlich? Ja? Das ist ja oft der Vorwurf, wir haben von nichts gewusst und so weiter. Warum machen wir das? Also ich mache das nicht für mich selber, das ist das Erste. Ich mache es auch nicht für irgendeinen, sondern ich mache es dafür, dass die Struktur im Dorf, die Infrastruktur, das, was man braucht, zur Versorgung, auch zur Entsorgung, das, was man braucht für eine moderne, zeitgemäße Lebensform, Lebensart, dass wir das auch miteinander haben. Ja? Ja. Und wenn man das beachtet und der Bürger immer rechtzeitig versucht, mit einzubeziehen, dann kommt man gut voran. Und das ist mir eigentlich gut gelungen über all diese 30 Jahre. Ich war immer bei den Wahlergebnissen, würde man halt sagen, DDR-mäßig, oder? Aber ich war immer sehr zufrieden und ich denke, diese Zufriedenheit, diese Dankbarkeit auch, ja, die habe ich dann schon irgendwo auch immer wieder verspürt. Ja. Also die Leute, wenn ich heute aufs Dorf gehe oder mit den Leuten schwätze, die sagen einfach, das war in Ordnung, du hast eine gute Arbeit geleistet. Mhm. Und sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht Ehrenbürger geworden. Ja, wir haben ja nicht so viele Ehrenbürger bisher, ich bin der einzige Lebendige. Gut. Die anderen 12 oder 13, wo es bisher waren, in den 850 Jahren, die sind also alle schon verstorben. So gut. Naja, gut, mehr haben wir nicht gehabt. Laut unserer Geschichte haben wir insgesamt, glaube ich, 13 oder 14 Ehrenbürger. Und da bin ich jetzt der Letzte. Sehr gut. Okay. Ja, so muss man das sehen. Du hast gesagt, Einheimischer, aber es sind doch in den letzten 30 Jahren, hast du gesagt, bist Bürgermeister gewesen, da sind doch auch viele Zuzogene gekommen. Oder? Ja, das ist klar. Die Zuzogene, wir haben in Durach, Gott sei Dank, muss ich dazu sagen, obwohl wir nah an der Stadt Kempten sind, wir haben eine sehr gute Vereinsstruktur, sehr gutes Vereinsleben. Wir haben über 50 Vereine, Gruppe, Organisationen, 50? Verbände, ja, 50. Und das heißt, wenn einer nach Durach kommt und als Zuzogener und von sich aus mitmachen möchte, ja, dann hat er die Möglichkeit. Ja. Also ich sage immer, da muss, wenn man Heimat erleben will, ja, und wir haben ja alle miteinander das Ziel, dass jemand Heimat erlebt und ein Zuhause verspüren kann, dann muss er selber beitreten, dann muss er selber und sagen, ich komme bloß und wohne da und alles andere juckt mich nicht, sondern ich schaue mir das Wochenblatt an, ich informiere mich, ich komme mal dahin, gehe mal dahin, suche mal einen Verein raus, wo mir gefällt und mache dann einfach mit. Da gibt es heute ja auch die anderen Möglichkeiten, man muss halt immer Mitglied sein, um irgendwo mitzumachen. Also das ist uns, glaube ich, in Durach schon noch ganz gut gelungen, dass wir sozusagen keine Schlafgemeinde geworden sind, sondern eine Gemeinde, die eine gewisse Dynamik hat, eine gewisse Aktivität hat und eine gute Basis, wo man das Gespür hat, da leben welche miteinander also und machen was draus. Ich habe das verlebt, in Sonthof ist ja Garnisonstadt, wie ein Kempter war. Und ich bin lange bei der Bundeswehr gewesen und ich habe natürlich viel mit Soldaten zusammen geschafft. Und heute viele Freundschaften noch mit den Familien, die da geblieben sind. Und es haben sie sehr viel, auch gerade bei der Kirche und so, das sind heute Kirchenvorsteher, Vereinsvorsitzende. Ganz selbstverständlich. Ich kenne ein paar Kommunalpolitiker von Sonthofen aus meiner Zeit im Kreistag und stellvertretender Landrat.
das waren immer Leute, die von irgendwo hergekommen sind. Ja. Ich war mal dabei, wie man den Radsportverein gegründet hat in Sonthofen. Da war ein Herr Kramer da zum Beispiel. Ja. Also der kommt irgendwo vom Rheinland. Ja. Ja, ja. Also das sind immer Leute, da hat man schon das Gespür gehabt, sie kommen zwar von irgendwo her, haben einen Dienst bei der Bundeswehr, aber sind daheim. Also da kommt es eben darauf an, dass einer von sich aus sagt, da mache ich mit. Und ja, dann ist das Erleben auch ein Stück weit Heimat und Zuhause. Wir rennen im Dorf, haben wir an Feuerwehr, zweiter Feuerwehrkommandant, ja, haben wir gehört vom Rheinland. Ja, einwandfrei. Ja, Rheinländer ist sowieso immer lustig. Ja, so also da fällt sich gar nichts. Der hat einmal zu mir gesagt, ich soll besser aufpassen und nicht mit dem Träufkendel schwätzen. Ja, genau. Also der hat voll ja, Dialekt, ja, hat er geschwätzt. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch drei Partnerschaften mit Frankreich, Italien und mit Slowenien. Gell? Mhm. Und da haben wir einen guten Partnerschaftsverein. Und da merken wir auch, dass diese Zusammenkunft mit diesen Leuten, mit diesen Menschen, dieses internationale Flair und was wir da haben, neulich war der Coro Castion da aus dem Cembratal, das belebt auch sehr stark eine, ja, Gemeinde und ist auch gut. Und wir haben auch Schulpartnerschaften, also die Schule macht da schon mit. Das heißt, dass die Schüler schon einen Austausch machen und mal das erleben, wie ist das eigentlich, wenn man in einem anderen Land ist und da in einer Familie integriert wird. Da muss man halt dann auch, ja, sich entsprechend verhalten und mitmachen, sonst funktioniert sowas nicht. Gell? Also ich habe es eigentlich fast nie anders erlebt. Es funktioniert, wenn, wie du gesagt, ja, hast, wenn einer mittut, ja, nachher ist der Allgäuer gar nicht, ja, so verschlossen und funktioniert, ja, das wunderbar. Wenn er mal aufgeweckt ist, der Allgäuer, und, ja, auftaut ist, wie man so schön sagt, dann kann man ja gar nicht mehr bremsen, so vor lauter Freundschaft und, ja, Freundlichkeit. Ja. Ich bin sogar einer, der noch viel schwätzt. Gell? Das gibt es ja selten. Ja, gut, das gehört dann dazu. Ja. Ja. Wenn wir schon mal zum Schwätzer haben, wir haben ja vielleicht nicht immer zum Schwätzer. Gell? Ja, der Allgäu sei da sowieso nicht so viel. Gell? Ja, ja, wie ich sage, ja, da bin ich komplett aus, ja, der Spur geschlagen. Ja. Aber auf der Bühne bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, so ist es. Ja. Da heißt dann, jetzt ist Mikrofon, jetzt fangen wir an. Gell? Genau. Ich weiß so gut, ich war in Bodelsberg Hirtenburg, da haben wir in meiner Klasse war nur ich allein. Und ein Jahr später sind noch zwei Durache dazugekommen. Mhm. Wenn du allein in einer Klasse bist und der Lehrer sagt, jetzt lerne mal die Glocke von Friedrich Schiller, dann kannst du sehr lernen. Was, allein? Ja, die haben in dem Jahrgang war keiner da. Warst du der einzige Schüler? Ja, der einzige Schüler in der fünften ja, Klasse. Ja. Das habe ich auch noch nie gehört. In der Zwergschule Bodelsberg, weißt du? Ja, gibt es das. Ja, ist interessant, ja. Bodelsberg war ich mit der Bundeswehr ein paar Mal da. Ja, genau, ja, ich bin ein bisschen weiter hinter. Aber es ist Lebensschule, da war ich Hirtenburg ist Lebensschule. In Bodelsberg habe ich viel gelernt. Da bin ich ja schon beim Müllfutur, habe man mit der Bauern schon gehört, wie sie diskutiert, oder? Über Politik, Zeitung hat jeder gelesen. Ja, klar. Und da stehst du neben dir, da loserst du bloß mit 12, 13, 14 Jahren. Das war deine Grundausbildung als Bürgermeister. Das war meine Grundausbildung als Bürgermeister, genau, kann man sagen. Jetzt bist du vom Bürgermeister zum Altbürgermeister geworden, ja, und zum Ehrenbürger. Ja. Was macht so ein Ehrenbürger eigentlich? Ach ja, mein Gott, das ist, natürlich ist der Ehrenbürger zu sein in einer Gemeinde wie Durach, wo das ganz selten ausgesprochen wird, ist schon eine besondere Ehre. Mhm. Also ich empfinde das schon als große Anerkennung der Arbeit und möchte mich auch bei denen, die das überlegt haben und dann auch entschieden haben, möchte ich mich auch nochmal ausdrücklich bedanken. Aber es ändert sich ja nichts von heute auf morgen. Gell? Ich bin nach wie vor im Dorf unterwegs, ich kaufe meistens selber ein im Feneberg oder bei der Bäckerei oder Metzgerei oder sonst wo. Also ich bin nach wie vor so ganz normal unter der Leute, ob ich es da als Ehrenbürger oder vorher. Also von daher ändert sich eigentlich nichts, aber ich habe ein schönes Wappenzeichen kriegt von der Gemeinde, weil was besonders ist, ziehe ich das natürlich an. Ja. Wie gehst du beim Veteraner Jahrtag, da gehört sich das. Aber sonst ist das ja etwas, wo ich mich jetzt nicht persönlich verändert hat. Ja? Ja, okay. Also ich bin deswegen nicht irgendwie hochnäsig und laufe jetzt aufs Dorf, wie der Gockel von Ehedem oder von, also ganz normal. Ja? Aber es war eine schöne Feier. Auch Altbürgermeister war ein schönes Fest und es waren viele Bürger dabei. Und es war schon was Besonderes, auch für mich und für meine Familie auch. Ich sehe immer meinen Vater, meine Mutter, die ja, wir waren fünf Buben, also insgesamt sieben, fünf Buben, zwei Mädel. Und wenn im Dorf irgendwo was kaputt war oder irgendwas angestellt war, dann hat es immer kein so einer von deiner Säger muss dabei gewesen sein. Ne? Also der Vater hat dann jeder seine Watschen gekriegt, einer war einmal dabei, wo schuld war. Mhm. Also von daher, für meine Mutter wäre das eine besondere Ehre gewesen, dass sie mitten im Dorf mit waren einfache Verhältnisse, dass das jetzt in der Familie noch jemand Ehrenbürger wird. Das wäre für meine Mutter schon was Besonderes. Das glaube ich, sicherlich. Genau. Aber sonst ist das eine schöne Sache, aber ich bin ganz normal der Herbert,
Der Herbe, ich bin der Herbe und da bin ich daheim. Ja, so habe ich dich auch kennengelernt. Ja, genau. Ich habe einmal, noch während deiner Amtszeit, bin ich einmal im Rathaus auftreten bei einer Weihnachtsfeier. Das kann sein, ja. Das habe ich noch. Ja, bei uns haben wir Sitzungssaal wahrscheinlich. Genau. Im neuen Rathaus, genau. Ja, damals haben wir fast nur Platz gehabt. Jetzt wird es schon enger. Es sind viele Mitarbeiter im Rathaus, Kindergarten sind da dabei oder ein Kindergarten. Aber Rathaus, der Sitzungssaal war immer ein schönes Ambiente. Ja. Kann ich mich erinnern, ja? War gut damals. Ja, schöne Sache. Jetzt muss ich nochmal aufs Backhäusl zurückkommen. Mhm. Ich habe in Hergensweiler, Lindau, da habe ich mal einen wunderbaren Auftritt gehabt, darum bewundere ich dazu das Backhäusl. Da habe ich einen Mundart gemacht, habe einen Schwitzer dazu geholt und ich. Und dann haben wir dann in dem Backhäusl gelesen. Ja. Ich glaube 15 oder 20 Leute haben wir gehabt. Aha, gut. Mehr haben die nicht gepasst. Und damals habe ich als Gage gekriegt an Leib Brot. Ja. Dann habe ich während der Vorstellung den Bacher. Das war einer von meinen schönsten Gagen, die es gibt. Ja, du, wenn dir das so gut gefallen hat, dann machen wir das bei uns auch mal. Ich wäre sofort wieder dabei. Ich habe ja 4 Backmeister und 4 Heizmeister. Dass das nicht immer einer allein machen muss. Dann machen wir mal was und dann backen wir da auch. Und dann tust du einen Vortrag halten. Dann können wir ein paar Leute dazu einladen. Dann gehen wir da rein in den Stadel. Und dann kriegst du auch dein Leibbrot. Sowieso. Und so machen wir das. Sowieso. Genau. Und ich krieg noch einen Wusch dazu vom Duracher Schlachthäusl. Ja, ist ja klar. Gell? Ja. Siehst du, hat sich der Ruhigart heute für mich schon wieder rentiert. Hat sich schon gelohnt. Ja, genau. Im Museum wäre da eigentlich viel Führung gemacht? Wir gehören zu den normalen Dorfmuseen. Also wir sind jetzt Sonthofer, so, wo vielleicht hauptamtliches Amt dahinter steht. Wir machen das alles ehrenamtlich. Also ehrenamtlich. Die Gemeinde ist Eigentümer, die Gemeinde unterstützt uns. Wenn wir was brauchen, kriegen wir das von der Gemeinde. Ansonsten machen wir das ehrenamtlich den Betrieb. Wir bieten das einmal im Monat an, am Sonntag immer. Da haben wir ein Team, wo da das managt. Da brauche ich mich selber jetzt nicht drum kümmern. Und dann haben wir jetzt auf diese besonderen Ausstellungen hin, mit dem Teddybären und mit den Steiftieren, haben wir natürlich Sondertermine für die Bürgerschaft von Durach jeden Sonntag, jeden Adventssonntag. Oh ja. Dann in der Weihnachtsferien auch am Nachmittag, damit die Eltern mit ihren Kindern auch kommen können. Und was wir natürlich auch noch machen, wir machen auf Wunsch, wird immer geführt. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, ich kriege jetzt Gäste, die möchten das Museum anschauen, dann machen wir das auch. Oder wenn in Durach ein Klassentreff ist, von früher haben wir das öfters, gibt es ein Klassentreffen, da hat unser Mittagessen in irgendeiner Wirtschaft, dann kommen wir ins Museum, schauen sich das an und anschließend ganz wieder in der Wirtschaft und tun noch Kaffee nach. Und das Museum, da sehen Sie natürlich das, was Sie früher auch schon alles irgendwo gewusst haben. Klar. Das kenne ich noch, das kenne ich noch, das kenne ich noch. Und das macht ja die Sache spannend und interessant, wie man das heute präsentiert. Ja. Zeitgemäß präsentieren, damit man auch bei den Bürgern ein bisschen Erinnerung weckt. Und natürlich, was heute ja auch das Thema ist, Heimat oder Kultur, das ist ja heute wichtig in einer schwierigen Zeit. Ja. Also viele Leute sagen wieder, wo bin ich eigentlich daheim, wenn es in der ganzen Welt brennt, geht durcheinander alles. Und dann gibt es ja den schwäbischen Philosophen, den Wilhelm Schmidt, der gesagt hat, Heimat finden in einer schwierigen Zeit. Und das ist sicherlich Basislager im Leben, ist die Heimat. Ja. Also so ist mir alle gegangen. Darum bin ich eben auch so gerne bei Mundart dabei, beim Verein. Ja. Und auch im Heimatbund. Der Heimatverein Durach, der ist ja im Heimatbund. Ja, Heimatbund. Mein Milz Karl ist ja der Vorstand. Genau. Da bist ja du auch dabei. Du gibst ja auch immer, machst ja immer einen Beitrag in unserem Heft. Genau, ich schreibe die Kolumne fürs Blätter. Ja, die Kolumne schreibst du, ja. Ja, wir waren ja neulich wieder beieinander, hier im Durach, der Heimatbund, mit seiner Jahresversammlung. Ja, genau. Und wir tun ja miteinander jetzt gerade großes Thema Bauernkrieg vorbereiten. In 2025 haben wir ja 500 Jahre Bauernkrieg, Jubiläum, und der hat ja in Durach eine besondere Bewandtnis. Wir haben ja ein Bauernkriegsdenkmal in Durach und haben in Durach die Allgäuer Anführer ihr Leben verloren. Ja, da hat man die eingesperrt und hat es am nächsten Tag enthauptet, und dann war dann der Bauernkrieg, so sagt auch der Fachmann, praktisch zu Ende. Ja. Also da haben wir, also das ist auch eine Aufgabe von uns, vom Heimatverein, zusammen mit dem Heimatbund. Da arbeiten wir aber auch zusammen mit Vorarlberg und mit dem oberschwäbischen Gebiet, sind wir da miteinander in einer Arbeitsgruppe und tun das miteinander aufbereiten. Memmingen sowieso, weil in Memmingen waren ja die 12 Artikel. Genau, die 12 Artikel, eigentlich das Menschenrecht, also eigentlich schon Grunddokument, kann so, man, ja, schon man muss, sagen. Also wir reden ja immer bloß, weltweit reden wir ja nur von der Französischen Revolution. Ja. Aber die ersten Menschenrechtserklärungen oder Forderungen nach Freiheit zum Beispiel, nach Gerechtigkeit, ja,
dass nach Teilhabe auch an den Gütern, die damals da waren, mhm, vor 500 Jahren. Das haben die Allgäuer, das haben die süddeutschen Bauern damals schon im Bauernkrieg gefordert und natürlich auch die Allgäuer. Ja. Also das darf man schon herausstellen, dass das eigentlich unsere Bauern ein Ereignis von weltweiter Bedeutung organisiert haben. Ja. Auch wenn sie den Kopf verloren haben. Und ja, da haben sie zuerst noch einmal auf den Deckel gekriegt. Aber später hat sich das verändert. Ja, das haben sie sehr bald, die Fürstäbte haben sehr bald gemerkt, sie können so auch nicht weitermachen. Ja. Ja. Und wenn man halt guckt, auf der ganzen Welt ist ja überall, lehnt man ist Demonstration und Revolution aufbegehren gegen die Obrigkeit, ja. Ja. Gegen die Unterdrückung. Ja. Gegen die Unfreiheit. Das war damals nicht anders wie heute. Das war damals nicht anders wie heute. Insoweit wiederholt sich die Geschichte. Und interessantes Thema, wo wir da miteinander im Heimatbund aufarbeiten. Freut es mich, dass du da auch dabei bist. Ja? Ich bin da gerne dabei. Genau. Ja. Das ist okay. Interessante Truppe. Und vor allem, man lernt halt wieder. Ja, genau. Immer wieder interessante Sachen. Ja. Gerade im Heimatallgäu und in unserem Blättler. Ja. Sind ja tolle Artikel, ist ja ganz eine tolle Zeitung. Gute Aufmachung und, da passt es gut zusammen. Ja. Schön, ja. Ja, aber mit dir könnt ihr es natürlich da ewig, noch lange weiter, Hoegaarde, das ist ganz klar. Aber so ist man eigentlich mit jedem Gast gegangen. Glaube ich, das glaube ich. Hoegaarde in der Stube. Hoegaarde in der Stube ist ja eigentlich, früher war das selbstverständlich, dass man miteinander einen Hoegaarde gehabt hat. Gell? Jetzt ist ja, vorher war es ja so, da hat es Kaiser weit auseinander, Da hockt einer und da hockt einer in der Kirchenbank links ganz außen, rechts ganz außen. Und heuer heißt wieder alle zusammen, wir müssen die Heizung sparen. Also da hockt man wie früher in der Winkel rein, im Herrgottswinkel und Heugarten miteinander. Gell? Genau, dann wird es warm, und unter Kachelhof einheizen. So machen wir es heuer. Gut, ja, aber müssen wir zum Ende kommen. Ja. Und wie es mittlerweile beim Heugarten in der Stube ein guter Brauch ist, wäre die Burgleckler Fehler. Jawohl, nochmal spielen für uns. Nochmal ein schönes Stückchen spielen. Aha, gut. Ich sage wieder Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und einen Dank sagen wir vom Mundart Allgäu. Und Dankeschön nochmal an die BSG Allgäu, die das Ganze unterstützt. Jawohl, super. An der Verein, an der Heimatverein habe ich das Dankeschön gesagt. Und vom ganzen Team von Allgäu TV möchte ich auch noch Dankeschön sagen. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es demnächst wieder heißt, Heugarten in der Stube. Pfiat euch. Für Gott miteinander.